wie zum Beispiel der Bildungsstatus, wie viel man verdient, wo man arbeitet, die Kategorie am Betrieb, wo man ist, auch das höchste abgeschlossene Bildungsniveau, Krankenstände, Reha-Aufenthalte, also da werden recht viele Daten zusammengesammelt. Und als ob das nicht reichen würde, der Minister kriegt noch dazu die Möglichkeit, per Verordnung neue Register da hinzuzufügen. Das heißt, noch mehr Daten in dieses epidemiologische Meldesystem aufzunehmen. Ein zentrales epidemiologisches Melderegister, in dem verschiedene Daten über jeden genesenen oder geimpften Österreicher abgespeichert werden. Notwendiges Tool in der Pandemiebekämpfung oder Einladung zum Datenmissbrauch. Ich finde es auch schlimm, dass die Regierung die ganze Zeit unseren Datenschutz, faktisch die Datenschutzrichtlinien der EU, umgehen will. Das finde ich extrem schlimm. Ich glaube, das wird nicht vieles ändern. Eigentlich nicht richtig, was da alles vorgeht, weil was hat Impfung meiner Gesundheit mit meinem Einkommen zu tun? Grundsätzlich verfügt der Staat schon über diese Information. Dass jetzt diese Vielzahl an Personendaten durch ein zentrales Register gebündelt werden soll, sorgt bei Datenschutzexperten Thomas Lohninger für Beunruhigung. Wir haben in Österreich eigentlich Firewalls zwischen den Bereichen, zwischen den Ministerien, damit ich eben nicht Daten aus der Justiz mit der Finanz- und dem Bildungsbereich in eine Datenbank werfen kann. Genau das passiert hier aber. Auch der Dachverband der Sozialversicherungsträger und die Statistik Austria äußern Bedenken. Auf Nachfrage beim Gesundheitsministerium heißt es: Es geht hier um die Möglichkeit für wissenschaftliche pseudonymisierte Erhebungen zum Zwecke des Pandemiemanagements. Wir nehmen das Feedback im Zuge der Gesetzesbegutachtung sehr ernst und werden dieses auch dementsprechend berücksichtigen. Ebenfalls unter Beschuss von Datenrechtlern steht derzeit die Umsetzung des Grünen Pass, denn auch hier könnte bei der Programmierung einer App massiver Datenmissbrauch geschehen. Beim Grünen Pass geht es eigentlich wirklich um diese Eintrittstests und da ist unser Problem mit dem Begutachtungsentwurf des Gesundheitsministeriums, dass eben gespeichert wird, wo ich Eintritt begehre. Also da fehlt noch etwas, dass wenn der Billeteur oder der Wirt meinen Grünen Pass kontrolliert, dass das eben nicht zentral von staatlicher Seite registriert wird. Die Befürchtung, nach aktuellem Entwurf könnte auch mit jedem Mal, wenn der grüne Pass vorgewiesen wird, also der QR-Code gescannt wird, diese Information an eine zentrale Stelle übermittelt werden. Damit wäre dem Staat bekannt, wer, wann, wo, war. Diese Möglichkeit muss laut Datenschutzexperten auch im Gesetzesentwurf explizit ausgeschlossen werden. Weil Datenberge schaffen immer Begehrlichkeiten. Und wenn man Dinge auf Vorrat über alles speichert, wird einem immer ein super Grund einfallen, wer nicht noch Interesse hätte, darauf zu schauen. Sowohl die epidemiologische Datenbank als auch der Grüne Pass liegen derzeit im selben Gesetzesentwurf zur Begutachtung auf. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Kritik der Experten auch fruchtet.